Die Honigbiene. Eine kleine Heldin in einer großen Welt. Die Honigbienen sind die wichtigsten Bestäuber. Sie bestäuben fast 100 Pflanzen. So üben sie den fruchtbarsten Job der Welt aus. Aber ohne sie wird das Leben, so wie wir es kennen, enden. Und Bienen sind bedroht. In den letzten Jahren sind Millionen von Bienenvölkern auf der ganzen Welt verloren gegangen. Außer ihren natürlichen Feinden wie Bären oder Parasiten müssen die Bienen mit neuen Gefahren zurechtkommen. Pestizide, wenig Nahrung und Viren schwächen unsere natürlichen Bestäuber. Also hört mal unsere Geschichte über die Heldenbiene, um zu erfahren, dass sogar das kleinste Leben zählt und zum Wandel beitragen kann. Und damit willkommen zu diesem abgefahrenen Let's Play zum Bee Simulator, der Bienensimulator. Das klingt trashiger als es ist. Ich habe mir das Game vorher ein bisschen angeschaut und war überrascht, wie liebevoll und gut das ist. Ja, das Wort Simulator wird immer gleichgestellt mit wirklich nicht so guten Spielen, aber schaut's euch mal an. Ist auch ein kurzes Spiel, wird kein langes Let's Play, nicht mal 10 Parts, vielleicht so 6, 7 Parts, deswegen. Es ist wirklich liebevoll gemacht von den polnischen Entwicklern Warsaw Studios, gepublished von Big Ben, erschienen im November 2019 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Das ist die Nintendo Switch-Variante, kostet 50 Euro, aber wenn ihr euch ein Spiel kauft, wird ein Teil sogar für die Bienen gespendet. Für die Bienenrettung, kann man das so sagen? Auf jeden Fall habe ich was Gutes getan. So. Ganz kurz zur Erklärung. Man kann wohl wählen zwischen einer Honigbiene, zwischen dem Käfer. Das ist so ein... Es ist... Skarabäus ist wieder was anderes, ne? Ah, jetzt habe ich den Namen nicht. Maikäfer ist es auch nicht. Ich habe mich blamiert. Und eine Art Libelle. So, wir nehmen die Honigbiene. Einfach oder schwer? Mir wäre normal lieber. Ich denke mal, schwer sollte man spielen, wenn man das Game schon kennt. Ich habe selbst noch nicht gezockt. Und deswegen auf einfach. Machen wir es ein bisschen entspannter. Ich bin ja nicht hier, um die große Herausforderung zu suchen, sondern weil das ein interessantes Spielkonzept ist. Wenn ihr das Game kauft, zumindest auf der Nintendo Switch, wird es erstmal auf Englisch laufen. Ihr müsst hier zu den Einstellungen und dann findet ihr unter Audio und Untertitel noch einen Menüpunkt, dass ihr in den E-Shop gehen könnt oder man kann direkt in den E-Shop gehen und sich dazu kostenlos, wohlgemerkt natürlich, die Sprachpacks runterladen für Deutsch, Italienisch, Französisch, Polnisch, wie auch immer. Und das habe ich auch gemacht, kostenlos das deutsche Pack runtergeladen und da sieht man auch schon direkt, es gibt nur die zwei, da sieht man schon direkt, wie liebevoll das gemacht ist. Wir wagen uns direkt mal rein, ja. Eine Biene kann bis zu 5 Millionen Pollenkörner gleichzeitig in ihrem Haar tragen. Die Geburt. In ihrer Honigwabe. Wach auf, kleine Biene. Das sind wir. Wir kommen gar nicht klar auf unser Leben. Hallo, du.
werde die empfangen einem Real Life nicht so. Mein süßer Bienenstock, ich bin endlich da. Hallo. Oh, Nachwuchs. Hallo, Kleines. Wie ist dein Name? Biscuit. Das ist ein perfekter Name, oder? Biscuit. Ja, ich könnte mich auch einfach Let's Play Markus nennen. Ja, aber ich denke mir, es gibt nur einen Namen, der hier wirklich in Frage kommt. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Allein der Anfang, wo die geboren wird, ne? Großartig. Nun das Wichtigste zuerst. Lass uns dich das Fliegen einer Biene lehren. Let's go. Na los, lasst uns die Flügel in Bewegung setzen. Vorwärts, rückwärts, links, rechts, hoch, runter, Rundblick. Ich hab's wirklich zum allerersten Mal jetzt selbst in der Hand. Oh mein Gott. Wie kann ich denn... Bin ich selbst runtergeflogen, okay. Oh mein Gott. Wow, das war schon mal was. Jetzt geh in den Konstruktionsraum. Ja, ja, ich... Die goldenen Markierungen. Sie zeigen immer den Weg an. Kein Problem. Achte auf die goldenen Markierungen, sie zeigen immer den Weg an. Ich wiederhole es gerne nochmal. Hi, hi, hi. Und das sind rote Markierungen. Nee, das sind auch die goldenen Partikel. Ach nee, aber rot, das heißt, ich soll da noch nicht hin. Okay, Leute. Wir haben einen besonderen Ort, an dem du lernen kannst, wie man eine Biene wird. Flieg einfach durch diesen Spalt. Aber ich bin doch schon eine Biene. Ich bin eine Biene. Und der Honigbär. Ich will ungern dazwischen reden. Also, ich muss gestehen, ich habe eine kleine Wespenphobie. Ganz im Ernst. Kommt mir mit Spinnen und Schlangen, aber wenn ich eine Wespe sehe, wird mir echt unbehaglich. Bienen sind nicht so. Bienen sind lieb. Man kennt's, ne? So. Au, okay, ich habe noch nicht so lange den Führerschein. Mit den Schulterbuttons kann man auch... Das ist sehr interessant. Oh Mann. Das mit der Steuerung muss besser werden. Hilfe. Okay. Um eine echte Biene zu werden, musst du lernen, Pollen zu sammeln. Das mache ich. Fliege durch die Blumen mit den goldenen Kugeln, um Pollen zu sammeln. Wenn der Honigtopf in der linken unteren Seite voll ist, muss der Pollen in den Bienenstock eingebracht werden. Dann bin ich quasi voll getankt. Sammle 20 Pollen. Ich brauche ja den Control-Stick jetzt nicht so hart betätigen. Ich lasse es am ersten Arbeitstag ein bisschen ruhiger angehen. Er hat eine Idee. Ich könnte auch ohne die Kamera zu verstellen die ganze Zeit. Wir haben aber ordentlich Speed drauf, ne? Die Grafik ist wirklich ganz nett. Das kann man sagen. Ihr werdet schon noch sehen. Nach den Screenshots und so, die man sah. Ihr fragt euch vielleicht, wie komme ich auf dieses Spiel, ne? Aber ich habe es ab und zu mal angesprochen und es ist wirklich interessanter, als man zunächst glauben möchte. Oh, ob wir die Leiste da schon voll kriegen? Das ist ja ordentlich was verlangt. Dabei haben wir doch alle Zeit der Welt, nicht wahr? Flip. Flip war der Grashüpfer bei Biene Maya. Oder irre ich mich? Habe ich die auch eingesammelt hier? Gut. Das ist unser Bienenstock. Und es wird also manchmal auch kritisiert, es ist gar nicht so realistisch. Es soll ja... Es hat schon einen unterhaltenden Wert. Ihr werdet sehen. Es wird Kämpfe geben gegen Wespen. Und generell viel episches Zeug. Wir müssen uns mit den Menschen anlegen. Etc. Also... Oh, das wird lustig. Katsching! Aber jetzt ist man zum Hauptkern, ne? Pollen sammeln, Nektar. Dat mut. Das ist nicht schlechter als Superman 64. Jetzt seid mal ruhig. Kaching. Ne, ist wirklich kein schlechtes Spiel. Was ich ein bisschen am Struggeln war, meine Infos zufolge,
Wie gesagt, für PS4, Xbox One und Switch ist das Spiel auf jeden Fall draußen, aber PC, eigentlich hieß es ja. Was passiert denn, wenn ich ins Wasser gehe? Geht gar nicht. Okay. Jetzt bin ich kopfüber. Gut, ja, lassen wir das. Aber PC-Version auf Steam steht, es erscheint Ende 2020. Aber eigentlich ist es dafür erhältlich. Ich habe auch schon andere mit der PC-Version spielen sehen. Also ein bisschen merkwürdig. Da habe ich wirklich keine Angaben gefunden, die sich decken. Ich will mit der Schalter-Buttons nach oben. Das ist doch eine idyllische Gegend hier, oder? Ich glaube, noch höher kann ich nicht, oder wie? Nee, es dauert einfach. Muss ich das denn voll machen? Na, ich glaube schon. Ich frage mich ja schon immer, wie Insekten oder allein Stubenfliegen so wild umherfliegen, wie sich das wohl anfühlen mag. Na gut, aber die haben ja eher alle einen Instinkt statt ein Gehirn, ne? Nette Biene Alice. Oder soll ich sagen Cassandra? Ich habe als kleines Kind Biene Maya geguckt, okay? Aber nur die alten, ne? Wo die Biene Maya dick ist. Das neue computeranimierte mit der schlanken Biene Maya, das geht gar nicht. So, gleich haben wir die Leiste unten links voll, hat sie ja gesagt. Das Gelbe. Ja, dann habe ich aber ordentlich was geleistet, ne? Da gehöre ich dazu, zur Population. Ich hoffe, euch wird nicht allzu schlecht. Genau, speeden hier. Und fast. Einen noch? Wie viel Nektar hier noch rumliegt. Okay, wir sind deine Familie, sprich mit Alice. Hier rein. Die Welt ist voller verschiedener Blumen, die unsere Augen in verschiedenen Farben sehen. Gewöhnliche Blumen sind weiß, ungewöhnliche sind grün, seltene gelb, epische Blumen sind rot. Epische Blumen! Und manchmal findet man eine violette, die legendäre Blume. Kannst du mir jetzt 4 epische Blumen besorgen? Nichts tue ich lieber. Ab zu den 4 epischen Blumen. Benutze die Bienensicht, um die Blütenqualität zu bestimmen. Weiße Blumen sind gewöhnlich, grüne ungewöhnlich. Gelbe selten, rote episch und violette sind legendär. Bienensicht mit der R-Taste. Oh mein Gott, die Ränder. Die ganzen Farben soll ich mir merken? Okay, ich soll rote. Und wo ist violett? Zählt das als rot, ist eher orange, oder? Ne, das sind rote. Oben rechts. 3 von 4 haben wir schon. Die epischen Blumen hier. Das wird sie freuen. Tolle Arbeit, kleine Schwester. Und jetzt bist du voller rote Beete. Da steht Bienenkraft. Wir benutzen rote Beete als Power-Up, um schneller zu fliegen. Probier es aus. Du wirst dich wie eine Rakete fühlen. Rote Beete. Also sag mal, weil das rot ist, ist rote Beete, aber das bewirkt Bienenkraft. So steht's auch da. Ist ein spezieller Bienenbeschleuniger in Sachen Geschwindigkeit. Die Pfeilanzeige unten links zeigt deine Bienenkraft-Energie an. Fülle sie auf, indem du Pollen von mehreren gleichartigen Blumen hintereinander sammelst oder menschliche Süßigkeiten im ganzen Park isst. Bienenkraft R. Menschliche Süßigkeiten. Und jetzt? Ich halte R gedrückt, aber ich kann jetzt nicht wirklich... Verwende rote Beete. Der Pollen regnet von meinen Beinen. Ich muss das Zeug am Bienenstock abgeben. Ach du Schande, was ist denn hier los? Erkundungswahnsinn. Wir sind eigentlich so schön isoliert in unserer eigenen Welt. Aber jetzt wird erkundet, Freunde. Wenn ich eine Biene wäre, ne? Würde ja auch mal ein Ding machen, du. Würde ja auch einfach mal die Gebirge hoch... Oh, ich kann nicht höher.
die Gebirge runterfliegen. Okay, doch, wenn ich R gedrückt halte, geht es noch schneller. Wups. Habt ihr gesehen? So. Okay. Habe ich eine Energieanzeige? Ist der Pilz meine Energie? Weil ich anecke, meine ich. Gute Arbeit von mir. Ich habe Tonnen von Pollen gesammelt. Episch. Wahnsinn! Das war schnell. Okay, eine letzte Sache. Eine richtige Biene weiß, wie man den gesammelten Pollen absetzt. Erzähl mal. Los, versuch es doch mal. Eine goldene Markierung. Bitte. Nee. Dann bin ich mir nicht ganz im Klaren, was du meinst. Nette Biene Alice. Gute Arbeit von mir. Ich habe Tonnen von Pollen gesammelt. Es ist an der Zeit, ihn zurück in den Bienenstock zu bringen. Okay. Sechseckwand. Das klingt doch schon mal nicht so verkehrt, oder? Fantastisch. Du bist jetzt soweit. Folge dem Tunnel, um zum Bienenstock zurückzukehren. Folge dem Tunnel. Folge der goldenen Markierung. Alter Schwede. Die Ladezeiten... Naja, wenn man das Spiel startet, muss man wirklich lange warten. Den Rest werden wir mal sehen. Aber schöner Käfer. Insofern ein Käfer schön sein kann. Ah, das ist doch eine längere Ladezeit diesmal. Triff dich mit der Bienenkönigin, Digga. Ich kenne alle Grundlagen. Ich bin bereit, meine neuen Aufgaben zu beginnen. War das nicht deine Aufgabe? Zuerst sollte ich Mama besuchen. Ich meine, die Königin. Mama! Alter, die Bienenkönigin, die freut sich am Muttertag, oder? Da also, ist was los. Du musst sehr motiviert sein, was die Arbeit angeht. Das bin ich, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Es gibt viele verschiedene Jobs im Bienenstock. Spurbienen, Wachen, Pflegerinnen. Aber die meisten von uns sind Honigbienen, so wie ich. Nahrung. Wow, ich darf meinen Job selbst auswählen? Macht die Königin. Oh nein, sei nicht albern. Die Königin entscheidet. Du musst zu ihr gehen. Wird auf jeden Fall eine Honigbiene, oder? Ja, das ist wie bei den Ameisen. Bei denen ist ähnlich, wa? Na, hui. Das sieht doch sehr honigig aus. Gut und selbst. Danke der Nachfrage. Hallo? Da sind wir! Da ist die große, dicke Mutter. Big Mama. Auf ihrem Thron. Halt! Keine Bewegung! Aber Schwester. Warum näherst du dich unserer Königin? Still, meine Wachen. Lasst mein jüngstes Kind sich mir nähern. Hi! Nun, Kleines, du bist jetzt eine Honigbiene. Flieg in die Welt hinaus. Sammle Pollen für den Bienenstock. Das klingt nach einem Plan, ne? Weiterfliegen. Ja, Klappe, Mann. An die Arbeit. Und ihr so? Die gönnen sich. Mach keine Dummheiten. Ich beobachte dich. Warum so streng? Ja, wir schauen immer zu. Ja, wir sind sehr eingebildet. Erinnert mich an Cinderella, ne? Mach keine Dummheiten. Ich beobachte dich. Wenn die bösen Stiefschwestern... Ja, wir schauen immer zu. ...einen ärgern. Haben wir hier noch irgendwas zu begutachten? Ja, das ist schon faszinierend, ne? Wie die das alles organisieren, wie das aufgebaut ist. Und der Mensch, der macht kaputt. Das ist die Wahrheit. Bewusst oder unterbewusst.
Laut eines Aberglaubens soll eine Biene, die in dein Haus fliegt, ankündigen, dass ein Besucher auf dem Weg ist. Wenn du eine Biene tötest, wird der Besucher nicht freundlich sein. Ach, wer tötet denn Bienen? Wie gesagt, Wespen sehe ich nur. Wann sehe ich mal eine Biene? Das ist ausgesprochen selten. Die sehe ich nur an Blumen. Ja? Die Wespen, die gehen auf, kannst du nicht mal draußen essen, da gehen sie auf die Cola oder so. Ich sehe auch häufiger Hummeln als Bienen. Ja? So, da sind wir draußen in der großen, weiten Welt. Ich steuere noch nicht übrigens, ich kann noch nicht steuern. Wir sehen, was es so alles gibt. Apropos Verkehr, ich muss vorsichtiger sein. Was machst Alles du klar. denn hier? Lasst uns ein bisschen Pollen sammeln. Was zum... Hallo? Sammle Pollen von Blumen. Da haben wir ja schon welche gesehen. Ach, jetzt habe ich gar keinen Turbo. Dann müssen wir das so machen. Da lerne ich noch ein bisschen besser die Steuerung. Das ist ja bislang grausam, wie ich das manövriere. Schön, dass wie bei Donkey Kong 64 die Kreise sich auf einen zubewegen. Bading. 25. Easy peasy. Ein Zaun, der hält mich doch nicht ab. Was ich auch weiß über das Spiel, ist, dass der Park, in dem das ganze Abenteuer spielt, dem Central Park nachempfunden ist. New York, ne? New York, ja. Er heißt Honey Park. Und wir können auch die Menschen ein bisschen... lassen. Bzz, bzz, bzz. Bzz, bzz, bzz. Die hauen nach einem, oder? Bzz, bzz, bzz. Tut mir leid. Gefährliches Halbwissen. Ich glaube, Bienen können auch nur einmal stechen, wenn die richtig stechen. Dann haben die auch keinen Stachel mehr, dann sterben die meistens. Ist es nicht so? Und Wespen können stechen, wie sie lustig sind. Oh, hey. Ich dachte, es geht kaputt. Kaching. Warum denn nicht? Naja, wegen der Stachelgeschichte, die ich eben beschrieben habe. Ich habe meine Pollen. Der Soll ist erfüllt. Ist denn das Symbol, das ich da sehe, immer der, ja, der Honigstock? Sollte aber noch ein bisschen erkunden, hätte ich gesagt. Ein kleines bisschen. Ich kann Turbo nehmen. Oh, Moment, Menschennahrung. Das gab doch Bonuspunkte, oder? Hot Dogs! Immer her mit den guten Sachen. Warte... Geht das nicht? Menschliche Süßigkeiten. Na gut, vielleicht sind Hotdogs einfach keine Süßigkeiten. Hallo, ich bin Big Al. Was ist das denn das? Noch mehr Blumen. So. Oh, die Kinder. Mal sehen, wie die Kinder reagieren auf Biene Maya. Ja, die schlagen nach einem. Was soll die nicht machen? Ich bin doch nur neugierig. Süßigkeiten? Süßigkeiten? Du stinkst nach Schweiß. Süßigkeiten! Ja, wirklich, hier, die, der Lutscher. Na dann. Das süße Zeug. Naja, ihr seht, die Kamera ist ein bisschen am rumalbern. Muss ich da länger dranbleiben? Weil eigentlich ist es ja unbegrenzt, ich kann es ja nicht den ganzen Lutscher wegtragen. Okay, aber... reicht anscheinend. Ja! Eine Wespe haben wir bisher noch nicht getroffen. Du hast Löwenzahn im Schlosser freigeschaltet. Also ich könnte jetzt natürlich auch...
Immer gucken, wie gut die Blumen sind. Oder gezielt auf gute Blumen. Sammle 4 seltene Pollen. Gelb. Auf geht's. Gelbe Pollen. Die da? Jawohl. Wo sind denn Violette? Ich müsste mal die Augen... Das da ist doch nicht Violett, oder? Nee, ist ein Lutscher. Ich will noch mehr süßes Zeug. Zählt, glaube ich. Gelb, gelb, gelb. So selten sind die auch nicht. Yes! Oh, da drüben ist eine Biene. Und sie sieht nicht gut aus. Im Gegensatz zu uns. Ich sollte nachsehen, ob ich ihr helfen kann. Eine Biene sieht nicht gut aus. Das war's für den ersten Part vom Bee Simulator. Wirklich, es wird lustig. Also bleibt dabei, würde mich sehr freuen. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Und bis dann und ciao.